an der Nickbewegung, wirklich, dass man aktiv mitgeht, dass man, wenn man den Zügel quasi passiv hat, wenn das Pferd steht, die Zügel schön nach vorn gibt, damit das Pferd, wenn es Kopf runter macht, nicht einen Riss im Maul erfährt, sondern wirklich, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Und gerade wenn man so ein kuckiges Pferd hat wie Rosalie, dann ist das wichtig, dass das Pferd sich auf den Reiter verlassen kann und nicht, dass der Reiter unberechenbare Hilfen gibt. Und so ist das halt auch, wenn es gerade im Trab, dass man dort auch locker in den Handgelenken mitgeht, in der Nickbewegung, wenn das diagonale Beinpaar unterfußt. Und im Galopp haben wir eine ganz witzige Übung gemacht, das Ski langlaufen, quasi immer vor, zurück, das hat einen unglaublichen Effekt auf meinen Schultergürtel erzielt und mein Pferdchen wurde dadurch auch lockerer.